Hallo liebe Sternenflottenkapitäne, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux eine Remote-Desktop-Verbindung aufbauen könnt. Dazu empfehle ich euch vorab mein Video zum Thema SSH anzuschauen, denn SSH ist eine Voraussetzung für das, was wir heute einrichten möchten. Ich brauche auf der einen Seite einen Client, das kann ein beliebiger PC sein, in meinem Fall ist das auch ein Linux-PC, ich nehme da hier mein OpenSUSE. Du kannst aber auch ein Windows oder ein Mac als Client verwenden. Der Client greift dann über SSH auf deinen Remote-Desktop, auf deinem TuxWiz-Linux-System zu. Denn wir verwenden hier als Ziel unsere Linux-Distribution TuxWiz, denn die ist sehr schlank und eignet sich daher super für den Remote-Desktop-Zugriff. Als allererstes möchte ich euch einmal hier diese Webseite zeigen, die heißt x2go.org und dort findet ihr alle wichtigen Informationen zu dem Projekt. Hier wird auch im Detail beschrieben, wie sich der Client und auch der Server installieren lässt und hier gibt es auch Downloads für den x2go-Client für Windows oder auch für macOS. Ich habe hier aber ein Linux, in dem Fall OpenSUSE. Ich kann mir das also einfach aus dem Repositories installieren, denn x2go ist eine Open-Source-Applikation. Dazu benutze ich hier unter OpenSUSE das zipper-Kommando und gebe ein sudo zipper se x2go. SE steht dabei für Search und das zeigt mir jetzt erstmal alle Pakete an, die mit x2go beginnen. Da ist jetzt dann auch der x2go Client dabei und das ist die Anwendung, die wir hier brauchen. Denn wir möchten ja mit x2go von dem OpenSUSE auf das TuxWiz-System zugreifen. Ich installiere mir hier also als allererstes mal den x2go Client. Sudo zipper in x2go Client. Das muss ich hier noch mit Yes bestätigen, also mit J in Deutsch unter OpenSUSE. Und jetzt ist die Anwendung bereits hier installiert. Jetzt schauen wir uns doch mal parallel hier auf unserem Zielsystem an, was wir da alles machen müssen. Als allererstes muss natürlich der OpenSSH-Server installiert werden. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, müsst ihr das unbedingt nachholen. Also sudo apt install openssh-server. Ups, da fehlt, ist ein R zu viel. Jetzt. Damit wird erstmal der Serverteil von SSH installiert. Den brauchen wir. Dann müssen wir natürlich schauen, wenn ihr eine Firewall verwendet, also ich empfehle euch ja die Firewall UFW, dazu habe ich auch ein entsprechendes Video gemacht, schaut euch das unbedingt an. Dann, falls ihr die Firewall verwendet, dann müsst ihr natürlich den SSH-Port entsprechend noch freischalten. Ich schaue mal kurz, sudo UFW-Status und hier ist die Firewall aktiv. Also ich müsste jetzt zum Beispiel sudo UFW allow SSH machen und dann sagt er hier, es wurde eine Regel hinzugefügt, sudo UFW Status und dort wird mir jetzt angezeigt, dass mein SSH auch zugänglich ist. Das ist wichtig, SSH läuft hier auf dem Port 22 TCP im Standardfall. Jetzt haben wir hier also schon mal SSH installiert und mal grob eingerichtet. Wenn ihr das im Detail einrichten wollt, schaut euch wirklich das Video zum Thema SSH an, da geht es dann auch um SSH-Keys und viele weitere spezielle Einstellungen. Hier reicht uns das jetzt für den Moment aber und jetzt können wir schon den x2go-Server-Teil installieren. Auch hier mache ich mal wieder erstmal ein apt-cache search x2go, um mir anzeigen zu lassen, was gibt es denn überhaupt für x2go-Pakete und da gibt es natürlich auch hier eine Menge. Und da möchte ich jetzt als allererstes mal hier den x2go-Server installieren. Und zwar ist das Paket, heißt das x2go Server und das installiere ich einfach mit sudo apt install x2go Server. Ja, das wird jetzt hier im Hintergrund bereits installiert. Für den Zugriff müssen wir natürlich wissen, wie unser Zielsystem heißt. In diesem Fall gehe ich jetzt davon aus, dass ihr diese Remote-Desktop-Verbindung in eurem lokalen Heimnetzwerk machen wollt. Falls ihr die Remote-Desktop-Verbindung über SSH ist verschlüsselt und damit gilt es als sicher,
machen wollt, aus dem Internet ist das auch möglich. Dazu müsst ihr aber allerdings einen sogenannten dünnen DNS-Hostnamen haben, da ihr wahrscheinlich keine feste IP-Adresse besitzt. Diesen könnt ihr einrichten, wenn ihr zum Beispiel die Fritzbox als Router verwendet. Da kann man sich so einen dünnen DNS-Hostnamen einrichten. Und dann könntet ihr diesen Port, nämlich den Port 22, aus dem Internet auf euer Zielsystem auch weiterleiten, also Port Forwarding Regel einrichten. Das geht aber natürlich nur, wenn ihr tatsächlich ein richtiges DSL habt oder einen richtigen Internetanschluss. Mit diesen DSL-Lite-Anschlüssen geht das nicht ohne weiteres bei IPv4. Hier ist jetzt also dieser Service installiert. Da sehen wir jetzt noch nicht viel von. Ich kann jetzt mal schauen, sudo systemctl-a pipe grep x2go. Und da ist ein neuer Service hinzugekommen, der x2go Server Service. Systemctl Status x2go server.service. Und ich sehe, der Serverdienst läuft hier bereits. Also damit ist eigentlich hier schon die Einrichtung mehr oder weniger abgeschlossen. Ich kann jetzt hier wieder auf mein OpenSUSE-System wechseln und von dem OpenSUSE-System könnte ich jetzt aus versuchen, auf das Zielsystem zuzugreifen. Ich muss natürlich noch wissen, wie mein Zielsystem heißt. In dem Fall heißt der Hostname hier Linux, also mein Client heißt OpenSUSE, mein Zielsystem heißt hier Linux, Tuxet Linux, und da kann ich dann drauf zugreifen. Dazu öffne ich mal den X2Go Client hier auf dem OpenSUSE-System und muss hier jetzt erstmal eine Konfiguration vornehmen. Da gebe ich jetzt mal der Sitzung einen Namen. Ich nenne die jetzt mal TuxWiz. Sag als Host Linux, heißt er bei mir. Und als Login, das ist der Benutzername, der heißt bei mir Tux. Und jetzt kann ich hier auch noch die Sitzung auswählen. Wir verwenden ja unter TuxWiz, der Linux-Distribution von mir, die ihr auf spacefun.ch herunterladen könnt übrigens. Da verwenden wir IceVM als Window Manager. Der ist super leichtgewichtig, kann also auch wirklich gut als Remote Desktop zum Einsatz kommen. Den wähle ich hier aus der Liste aus, bei der Sitzungsart. Falls ihr jetzt einen anderen Desktop verwendet, dann kann das natürlich deutlich langsamer werden. Hier kann man dann noch die Verbindungseinstellungen ein bisschen optimieren. Ich würde jetzt hier mal zum Beispiel WAN wählen. Also wir haben ja hier eine WAN-Verbindung. Und dann kann man die Komprimierungsmethode noch einstellen. 16M ist eigentlich schon mal ganz gut. Hier können wir mal gucken, ob es das auch als PNG gibt. Das wäre eigentlich noch günstiger. PNG JPEG gäbe es jetzt hier. 16M PNG. Das ist eigentlich optimal. Hier könntet ihr auch noch die Bildschirmauflösung definieren. Standard ist jetzt 800x600. Das könnt ihr auch auf Vollbild stellen oder hier eine andere Auflösung festlegen. Hier kann man auch noch Copy und Paste in beide Richtungen oder nur in eine Richtung aktivieren und einstellen, ob die Tastatureinstellungen automatisch erkannt werden sollen. Hier könnte man zum Beispiel auch die Medienunterstützung aktivieren, dass zum Beispiel auch Sound möglich ist, oder die clientseitige Druckerunterstützung. Es ist außerdem möglich, Ordner freizugeben, damit ihr aus Dateien von eurem Client-System auf euren Remote-Desktop austauschen könnt. Ich sage jetzt hier aber mal okay, das reicht für mich. Ich öffne jetzt diese Sitzung, würde jetzt hier die Sitzung TuxWiz anklicken, oben auf die Robbe und gebe dann mein Passwort auf dem Zielsystem ein. Jetzt hat sich natürlich hier der Host-Key geändert, weil ich vorher schon mal getestet hatte. Das muss ich jetzt hier erst korrigieren. Und zwar wird es ja, wenn ihr das SSH-Video geguckt habt, in der cd.ssh Known Hosts-Datei definiert. Known Hosts, da lösche ich jetzt erstmal diesen Eintrag, Linux, das ist eigentlich das System gewesen, Linux, und ich versuche es jetzt nochmal. Ja, jetzt fragt er mich, oh, der Schlüssel ist noch unbekannt, möchte ich dem vertrauen, und sage ja. Jetzt wird hier im Hintergrund schon die SSH-Verbindung aufgebaut und ihr seht, jetzt wird schon ein neues Fenster geöffnet und da ist mein Zielsystem, also mein Tux WIS-System direkt hier unter meinem OpenSUSE sichtbar. Und das kann ich ganz normal benutzen, wie als wäre ich direkt auf dem System drauf. Also ich kann jetzt hier natürlich Textdateien bearbeiten, kann auf das Terminal zugreifen und kann sogar im Internet surfen. Also ihr könnt das mal ausprobieren, wie es für euch funktioniert. Berichtet mir auch bezüglich der Performance. Es gibt performancemäßig noch bessere Lösungen, die kann ich euch auch nochmal zeigen. Aber mir ging es jetzt darum, dass ihr schon mal eine Lösung habt, die out of the box mit dabei ist und die auch Open Source ist.
Probiert es gerne aus, berichtet mir in den Kommentaren, wie es euch ergangen ist. Ich bin gespannt. Und vergesst auch nicht, unserer Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Themen rund um freier Software und Open Source aus. Ich freue mich auf deinen Besuch. Bis bald. Tschüss.